Der neue Chef hat das Gefühl, dass seine Mitarbeiter ihn nicht genügend respektieren. Um allen klarzumachen, wer hier der Herr im Hause ist, hängt er ein Schild an seine Bürotür, auf dem steht: Ich bin der Chef. Als er dann von der Mittagspause zurückkommt, hängt statt des Schildes ein kleiner Zettel dort, auf dem steht: Ihre Frau hat angerufen. Sie will ihr Schild zurück. Und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Part von Monster Hunter Freedom Unite. Ich habe Honig schon in der letzten Folge gesammelt. Verdammt, es hat sich einfach mal so eingebürgert, hier hinzulaufen, dass ich das nicht mehr rausbekomme. So, wir haben heute etwas ganz, ganz mehr oder minder Großes vor. Und zwar die Doppelquest von den zwei roten Kizus. Nachdem wir im letzten Part so wunderschön dass diese neue Waffe hier erfahren haben, den großen Lila Kaiser Numero 2. Werden wir jetzt mal ganz schnell versuchen, die Rüstung ein bisschen zu verbessern. Also, ich hatte ja letztes Mal gesagt, hey, ich doof, wenn ich die Quest nicht mehr annehmen kann. Aber es ist auch kacke, wenn ich die Quest annehme und dann wegen zu wenig Verteidigung sterbe. Deswegen werden wir jetzt nochmal ein paar Sachen verkaufen, bevor es losgeht. Es wäre ja ziemlich doof, wenn wir da irgendwie uns das wunderschön vorbereiten und dann wegen zu wenig Verteidigung einfach bloß hops gehen. Warum habe ich 99 Gameplay-Reißzähne? Achso, warte, Gameplay-Reißzähne, klar. Ich dachte, okay, Gameplay-Reißzähne geht in Ordnung. Das kann ich vertreten. Kann ich mir ein paar Schockfallen machen. Ich habe die gerade mit Velocity-Bray-Reißzähne verwechselt. Das wäre wirklich ein bisschen komisch. So, die ganzen Low-Rank-Sachen brauchen wir, glaube ich, erstmal nicht. Und wenn, wieder meine typische Ausrede, kann ich die ohne Probleme relativ schnell nachfahren. Jedes Mal, wenn ich das sage und die Sachen dann wirklich farmen muss, entschuldige ich mich erstmal dafür, dass ich denn diese Low-Rank-Sachen farme. Also egal, was ich mache es sowieso falsch. Also kann ich theoretisch auch einfach alles verkaufen und dann glücklich sein, dass ich so viel Geld habe. Woo! Das bringt bloß nichts. So, was haben wir denn noch Schönes? Wir haben hier Hartfeuerwiffer-Clown. Ich meine, Rathalos und Ratian müssen wir demnächst höchstwahrscheinlich eh noch ein paar Mal machen. Gerade in diesen Farm-Streams. Immerhin habe ich einige Waffen, die irgendwie himmlische Schuppen von denen haben wollen. Und leider Gottes sind die ja nicht ganz so häufig zu bekommen. Also außer vom Nagakuga, wo ich mal wieder eine bekommen habe. Tut mir wirklich aufrichtig leid für alle, die farmen. Es tut mir einfach nur noch leid, dass ich von denen die Sachen zugeworfen bekomme. Habe auch schon mal einen Kommentar beantwortet, sogar im Let's Play, glaube ich, nicht nur in der Kommentarbox. Wieso oder wie man denn am besten diese Nagakuga-Schuppen bekommt. Die einzige Taktik ist es, seid mich, seid ihr müsst ich sein. Genau, seid ich da. Dann habt ihr einfach zu viele Schuppen davon. Die Himmlischen kommen mir zugeflogen. Oh, guck mal, da ist ein Storch. Kriege ich endlich ein Baby? Nein, schon wieder eine himmlische Nagaschuppe. Schade. Kann der Storch auch weiterfliegen. So, warte, das kostet am meisten, das kostet relativ wenig, das kostet wieder mehr, das auch, das heißt, wir werden erstmal das hier verbessern, solange wie wir es können, okay, man muss ja jetzt, auch wenn wir ein bisschen Geld haben, noch ein bisschen damit rumhantieren, ist ja kacke, wenn wir direkt alles zum Fenster rauswerfen, aber ich glaube, wir können uns eh alles kaufen, ja, das müsste passen. Sehr schön, haben wir jetzt noch ein bisschen mehr Verteidigung, hat es sich ja gelohnt, den Ukanlos zu schlechtern? Wie viel haben wir denn jetzt? Wir haben 391. Mehr Verteidigung als Angriff. Ich weiß nicht, ob mein Angriff beschissen ist oder meine Verteidigung. Oder beides. Aber egal. Hauptsache, wir können uns irgendwie glücklich schätzen. So, warum gehe ich eigentlich wieder hier rein? Hier habe ich schon alles abgesammelt. Wir müssen uns jetzt erstmal itemmäßig vorbereiten. Und natürlich essen. Essen ist auch ganz wichtig, das dürfen wir auch nicht vergessen. Machen wir das als allererstes. Ich meine, in die Quest schon mal mit weniger Leben und weniger Angriff reinzugehen. Ist vielleicht nicht so schlau. Was haben wir denn Schönes? Wir haben hier den Drachenschweif und die fette Tomate. Miau, miau. Aktien, Leute. Kräftig, aber subtil. Naja, das ist wunderbar. Super Zerleger und Schießpulver. Wenn ich so überlege, Bomben wären vielleicht wirklich keine schlechte Idee. Ich weiß, Schießpulver ist nicht bombenverstärkt, aber die Kombination davon, glaube ich.
Irgendwie sowas in der Art war es. Wir haben 8 Honig. Das reicht hoffentlich beinahe aus. Warte, wie viel Mega? Ich muss nämlich... Wir haben gar keinen. Scheiße. Ich muss nämlich ein bisschen hantieren mit allem, was wir irgendwie haben. Denn der nächste Stream ist für mich noch ein Weilchen hin und ich will bis dahin eigentlich ordentlich aufnehmen. Das sieht aber nicht so aus, als wenn ich das machen müsste. Ich glaube, ich muss den nächsten Low-Rank-Quest-Stream ein bisschen vorziehen, als eigentlich geplant. Heute wird's nichts, aber wenn ihr das seht, ist eh schon vorbei. Okay, brauche ich euch nicht zu erzählen, denke ich dann in meinem stillen Kämmerchen weiter drüber nach. Ich nehme auf jeden Fall am besten erstmal die Kraftbeschichtung mit. Wir haben keine mehr. Yay! Schön. Haben wir wenigstens Nitropilze. Ich weiß, ich habe eine relativ lange Weile nicht mehr mit Bogen gespielt, aber sehr schön, das haben wir noch. Aber ich weiß trotzdem noch, wie man sich damit am besten ausrüstet. Vor allen Dingen in der Küche. Weil hier alles so wunderschön rein ist, bei diesem unglaublich sauberen Fußboden. Gut, er wird regelmäßig geputzt, aber ich würde dem Fußboden trotzdem nicht mein Leben anvertrauen. Also wenn hier was runterfällt, ich würde es nicht mehr essen. Ich meine, schon allein deswegen, weil das hier ziemlich haarig sein könnte, die Angelegenheit. Und ich meine, ich habe ja noch nirgendwo ein Katzenklo gesehen. Also, die kommen ja auch nicht raus. Du siehst die Katzen immer nur in der Küche. Das heißt, die scheißen in die Küche. Und wir essen von dort. Lecker. Ihr werdet hier nie wieder in Frieden essen können. Ich danke euch, also ihr könnt mir gerne danken für dieses wunderbare Kopfkino. Bin ich immer wieder gern für zu haben. Habe ich denn jetzt hier noch Honig? Ich hoffe es eigentlich. Ja, habe ich. Sehr schön. Dann fangen wir damit an, die Megatränke voll zu machen. Danach, ich habe noch Mega-Nährstoffe, das ist sehr schön, damit sind auch die Maxi-Tränke voll. Und dann überlege ich mir, ob ich glaube, es könnte eine gute Idee sein, diese Dämonenmittel und Panzersamen noch mitzunehmen. Vielleicht sollte ich dafür, wenn möglich, nicht meinen Honig verschwenden. Also mit etwas Glück ist die Hausiere-Omi mal wieder so nett und bietet gerade Katalysatoren an. Ey, wir nehmen schon wieder fast 10 Minuten auf. Fuck yeah! Nur Vorbereitung, aber das seid ihr inzwischen höchstwahrscheinlich gewohnt. Nein, gibt's natürlich nicht. Ich weiß, beim letzten Mal habe ich noch drüber aufgeregt. Warum verkauft ihr so eine Scheiße hier? Ja, hätte ich's mal gekauft. Ich weiß nicht, was ich reden soll, deswegen stotzere ich mal herum. Toll. Wir haben nichts. Wir haben Psychoserum, aber ich weiß, wo die beginnen. Und ich habe Farbbälle mit, deswegen bringt das nicht allzu viel. Wenn wir allerdings einmal an der frischen Luft sind, Betzsteine, yay, die muss ich noch ablegen. Es ist zwar immer wieder eine gute Idee, die eigenen Pfeile zu wetzen, aber wäre vielleicht besser, es nicht immer zu tun. Mir fällt gerade ein, ich kann noch ein bisschen mehr hiervon holen. Dann können wir nämlich gleich die Giftbeschichtung ebenfalls noch nachkombinieren. Ja, der Simon denkt mal in die Zukunft. Oh mein Gott! Ausnahmsweise mal. Ob sich das irgendwie lohnen wird, sehen wir später. Ey, wir können nur 10 mitnehmen. Ist das überhaupt das Richtige? Kombinieren. Giftpilz, leere Flasche, Giftbeschichtung. Yep, das sieht richtig aus. So, natürlich brauchen wir gebratene Steaks in diesem Moment. Natürlich brauchen wir keine Wetzsteine. Was können wir denn noch mitnehmen? Nicht mehr allzu viel. Genau genommen haben wir nur noch einen Platz frei. Wir haben doch bestimmt noch ein paar Kraftsamen mit hier dabei. Yep, nicht viele, aber es reicht aus. Ich glaube, ich habe die auch wieder neu angepflanzt. Jetzt Überlegung, nehme ich Bomben mit? Oder nehme ich lieber nochmal ein Dämonenmittel oder ein Megadämonenmittel mit? Ich glaube, ich werde mich für die Dämonenmittel entscheiden, um extra viel Honig zu verbrauchen. Das ist ganz wichtig, dass wir möglichst bald keinen Honig mehr haben, damit ich mich noch mehr darüber aufregen kann. Bevor ich jetzt meine letzten Kraftsamen verkombiniere, sollte ich mal schauen, ob ich die wirklich schon angebaut habe. Bitte sage ja. Nein. Na doch, doch, sehr schön. Ist drin. Perfekt. Das heißt, wir können perfekt da ein paar Stück mitnehmen. Genau, das war Impfstoff, brauchen wir jetzt nicht. Wir brauchen unsere Dämonenmittel. Damit uns auch schön die Hörner wachsen. Also damit eins auf jeden Fall richtig schön groß wird. Na verdammt, es wird nur ein Dämon, kein Megadämon. Müssen wir uns mal schnell von Angemon abschießen lassen, damit wir die Megadigitation auch noch hinkriegen. Oder aber so einen schönen Sinnohit finden, um damit eine Mega-Entwicklung oder Mega-Entwicklung in diesem Spiel hervorzurufen.
Und die Fragen, will man nur digitieren oder sich entwickeln? Das sind so Fragen. Grundsatzfragen, die kann man klären, kann man aber auch gekonnt ignorieren. Genau das werde ich jetzt damit tun, denn wir müssen zwei rote Ketos töten. Dabei fällt mir mal ganz spontan ein, die sind in Gebieten, wo ich Heißgetränke brauche. Fuck yeah. Ich denke, die Beschichtungen werden sich relativ leicht kombinieren lassen. Gehe ich jetzt einfach mal fest von aus. Deswegen lege ich das eine Kombibuch ab. Und kombiniere mir mal schnell. Okay, ich kann... Oh, ich könnte hier mit einem Kraftsaft herstellen. Der hält natürlich nicht lange aus. Ich könnte hier mit Megasaft herstellen. Sehr schön, da können wir ein paar mitnehmen. Ich hoffe, die reichen die ganze Quest über. Ansonsten haben wir so wie eh und je ein paar Probleme. 5 Stück, gut, Kaltgetränke würden, also Heißgetränke würden auch nicht länger halten. Ja, komm, 2 Kombibücher sollten wir schon mitnehmen. Na gut, auf geht's in den Kampf gegen die roten Ketsus. Wir haben sie bereits einmal probiert, da war es ein völliges Desaster. Ich stand da und war tot, 3-mal. Das sollten wir jetzt gegebenenfalls ein bisschen ändern. Dafür habe ich ja mehr oder minder meinen wunderbaren Bogen mit dabei, frisch gefarmt. Müsstest du nicht eigentlich mit dem anderen in diesem kreisrunden Gebiet beginnen? Egal. Dann machen wir den zuerst platt. Komm zu mir, mein Donnerchen. Und er fängt direkt an, mich zu nerven. Obwohl, solange ich mit Bogen spiele, ist der Angriff mir sowas von komplett scheißegal. Den kann er liebend gerne tun. Der hier ist dann schon eher schlimm. Oh, ich mag Pürze. Es ist so wunderschön durchdringend. Bis in den letzten Knochenmarksfasern kann ich ihn zerstören. Ich reiße ihm das Fleisch von der Haut mit meinem Pürzeschuss und er interessiert sich nicht dafür. Ist ein bisschen doof für Toni. Ich geb's zu, aber ansonsten... Oh, hallo? What the fuck? Moin! Eiskalt! Das erste, was ich mache, ist den scheiß Angriff, moin! Fuck yeah! Läuft doch! Gut, dass ich mal ausnahmsweise nicht Abend aufnehme, sondern früh morgens 13 Uhr. Hashtag Student. So, wir haben es jetzt 13 Uhr, wir begrüßen alle unsere Studenten, ich hoffe, ihr seid schön aufgewacht. Das ist also der einzige Angriff, der mir so ein bisschen böse gefährlich werden könnte, wenn ich mal ausnahmsweise vor ihm stehe. Alles andere sollte ich eigentlich relativ gut, deswegen beruhige ich mich jetzt mal in meiner Sprache. Wenn ich halbwegs gut aufpasse, auch halbwegs gut hinbekommen. Ich muss bloß versuchen, mit möglichst viel meine Beschichtung gut zu treffen, um halt diesen ganzen... Kampf ein bisschen zu beschleunigen, weil ich habe keine Dungbomben mitgenommen. Das heißt, ich hatte ja eigentlich den Plan, die Dungbomben wie Rauchbomben zu benutzen, was ja laut Beschreibung des Monsters funktionieren sollte. Jedoch kann ich das jetzt nicht ausprobieren, was ich sehr gut finde, weil die gerade nicht in einem Gebiet sind. Dafür muss ich allerdings auch sorgen, dass es so bleibt. Alles andere wäre scheiße. So, er ist gerade ein bisschen verwirrt, das finde ich gut. Er spielt Fledermäuschen, finde ich ihn sogar noch besser. Er verliert sogar Sachen dabei. Ach, wie nett. Hätte ich jetzt noch den Platz frei, könnte ich sogar aufnehmen. Und ja, ich habe mir gemerkt, dass ich voll bin und laufe jetzt nicht blind links zu dem Ding und kriege dabei vielleicht sogar noch Schaden. Das ist so mein Standardproblem, dass ich da immer wieder hinlaufen muss. Oh, guck mal, da blinkelt was. Es blinkt, es ist sinnlos, ich muss es haben. Zweites Mal moin. In your face geht zu. Und wieder schreist du anschließend, weil du dir denkst, wieso meinst du? Wieso tust du mir das an? Genau in der Stimmlage. Ketsu for the win. Sag mal, willst du heute noch treffen oder ignorierst du mich einfach? Ich liebe Ausweich bis 2 und Ausweichdistanz so. Die in der Kombi sind einfach so. Ich weiß nicht, ob es Placebo-Effekt ist oder ob es wirklich funktioniert, aber es ist einfach so, guck mal, du triffst mich nicht. Ich bin Mr. Intreffable. Incredible Intreffable. Beinahe Invincible. Wunderschön. In. Das ist doch mal ein schönes... Oh, wie ist das, wenn die alle mit gleichen Buchstaben anfangen? Genau, Alliteration. Und dann gibt es auch noch eine Alliteration von hinten. Ja, das gibt's wirklich. Das ist dann irgendwas mit O, glaube ich. Ich habe es mir leider nicht gemerkt, aber ich weiß noch, Alliteration von hinten, da habe ich mich so richtig schön gefreut, als ich das gehört habe. Das hat das schöne Kinderherz des Sinus erfreut.
Yay! So, der muss wieder ein bisschen seine Spucke raushängen lassen. Ich meine, ich weiß, ich sehe ja lecker aus. Aber leider bin ich zu heiß für dich. Du darfst mich leider nicht fressen. Und ich weiß, ich bin sexy mit meinem geilen Oberteil. Aber musst du wirklich den Speichel so raushängen lassen? Ich meine, das stört mich so ein bisschen. In meiner Privatsphäre. Also warum tust du das? Warum tust du mir diesen Scheiß an? Bäm. Gut, ich muss zugeben, ich pumpe dich ordentlich mit Wasser voll. Dass da so ein bisschen Speichel raushängt, das kann man sich irgendwie denken. Aber alles Weitere, musst du das wirklich so wie so ein Lustkleusch raushängen lassen. So eine kleine Lustknolle, die sich unbedingt dafür interessiert, von mir mit Wasser bespritzt zu werden. Na toll, jetzt verstehe ich den Speichel auch. Ich mache den die ganze Zeit feucht. Fuck. Das ist mein Problem. Gut, ich... Ja, fast so, als wenn ich ihm sagen würde, ich will's. Aber du ist es nicht. Du missinterpretierst mich. Also hör auf, hier so rumzuhampeln. Ich sehe es schon kommen. Wir müssen den zweiten komplett ohne Beschichtung machen, weil ich hier schon alles verballere. Was nicht unbedingt das Schlimme ist, weil für den zweiten haben wir ja dann vielleicht noch 30 Minuten Zeit. Also ich muss den hier auf jeden Fall unter 20 Minuten schaffen mit Beschichtungen, um den anderen in irgendeiner Weise gut besiegen zu können, ohne zu viel Angst um die Zeit haben zu müssen. Bitch, please, da liegt er vor mir und kann nichts mehr machen. So, und wenn ich das nicht schaffe, den so schnell zu töten, dann brauchen wir doch nochmal eine bessere Waffe. Oder ich brauche irgendwie eine bessere Taktik, wie Bomben, Fallen, ganz bestimmt Blitzbomben. Die werden, also, doch Blitzbombe stimmt. Flashbang auf Englisch passt schon. Um den hier irgendwie schneller platt machen zu können. Oder ich werfe Blumenbomben und zerstöre seinen Geruchssinn, wodurch er definitiv sterben wird. Weil für ihn das Leben nicht mehr lebenswert sein wird. Er kann nichts sehen, der kann danach nichts mehr riechen. Das Fühlen ist durch die ganzen Pfeile auch relativ schwierig geworden. Ich meine, habt ihr schon mal versucht, durch so eine offene Wunde zu fühlen? Och nein! Scheiß Schatten! Flieg weg! Niemand will dich! Genau das habe ich leider Gottes befürchtet. Fuck. Danke, Toni, dass du mir jetzt einen Schlag auf den Hinterkopf gibst. Genau das habe ich gebraucht. Der andere hat mich schon bemerkt. Scheiße, ich sollte hier weg. Sonst kommt er mich gleich von unten runter und meint, ich bin der Coolste. Ich bin der Coolste. Mich kriegst du nicht. So, der Vorteil ist, die werden sich jetzt gegenseitig ein bisschen verletzen. Allerdings muss ich jetzt zwei Monster im Auge behalten. Das eine ging ja schon relativ leicht. Ich meine, das werden wir jetzt auch weiter hinkriegen, eins irgendwie von einem nicht getroffen zu werden. Allerdings ist der zweite und das Wasser hinter mir nicht gerade hilfreich. Vor allen Dingen unter der Bedingung, dass ich jetzt nochmal meinen Megasaft trinken muss. Oh, das könnte schief gehen. Das ebenfalls. Schnell. Oh, armer Toni. Der eine hat keinen Donner, das heißt, er kommt nicht hier hin. Jetzt muss ich auch noch auf dem bleiben, auf den ich die ganze Zeit war. Verdammt mich nochmal. Scheiße. Meine Güte. Ich hab doch nur zwei Augen. Wie soll ich dann vier Füße beobachten? Oh, da, genau das meinte ich. Okay, das ist richtig asozial, Leute. Das ist richtig asozial von euch. What the fuck? Kombo des Todes. Der eine schreit, der andere greift an, aber wirklich so ein Millimeter vor mir. Guck mal, ich bin hier. Ich habe 5 Donnerbälle für dich. Boom. Das Schöne ist, ich habe diesen Angriff überlebt. Das Bescheuerte war, die waren damit noch nicht fertig. So. Also, was mache ich jetzt als erstes? Der Maxi-Trank kann weg. Dann kommt der Megasaft, wenn ich fast drin bin. Exakt wie das Dämonenmittel, was ich vergessen habe zu nehmen, weil ich ein bisschen zu sehr im Fieber des Kampfes war. Und anschließend, oh, er wechselt das Gebiet, das finde ich sehr gut. Ich hoffe, der andere nicht. Und anschließend dann halt noch Kraftsamen und Panzersamen. Ich bin wirklich zufrieden damit, dass ich einen Angriff schon mal überlebe. Das war für mich bis gerade eben nicht klar. War vor allen Dingen fünffacher Donnerball, war zwar nicht im Wütend-Modus, aber
Sollte trotzdem irgendwie funktionieren. Okay, der haut jetzt ab. Ich sollte den anderen vielleicht noch painten. Und der zweite Schlag hat mich halt getötet. Da lag ich eigentlich am Boden. Das hat den bloß nicht interessiert. Guck mal. Hast du mich bemerkt? Ja, du hast mich bemerkt. Das heißt, du wechselst hoffentlich nicht so schnell. Der andere fliegt jetzt hier wahrscheinlich drüber. So wie ich den kenne, wird der hier nicht landen.